Hallo Dilip, wir sind heute bei dir im Studio. Wie geht's dir? Mir geht's soweit gut. Ja. Wenn man viel essen kann, geht's einem immer gut. Training passt. Ja. Okay, wir sind ja heute da und haben heute mal eine Athletenschau gehabt, so jetzt mal eine Prüfung, Check, Formcheck. Wie war die für dich im Allgemeinen? Ja, soweit ganz positiv. Ja. Manche sind noch weit von der Bühnenform entfernt, aber macht ja nichts. Wir haben ja da noch nicht mit der richtigen Diät angefangen. Die fangen wir jetzt Anfang August an. Ja. Teilweise mit manchen Kandidaten jetzt schon, weil die Form eigentlich überhaupt nicht stimmt. Aber soweit, also mit meinen Bikini-Mädels bin ich echt zufrieden. Ja. Und ein paar Diamanten haben wir auch, würde ich mal sagen, in der Junior-Klasse. Ja. Okay, da haben wir schon mal eine Bikini-Athletin gleich mal. Wer bist du? Ich bin die Jennifer Hutz. Und du bist wie alt? 25. So, du startest dann heute das erste Mal in der Bikini-Klasse. Genau, das ist mein erstes Mal. Genau. Wie lange trainierst du jetzt eigentlich schon? Also trainieren eigentlich schon fast ein Jahr, aber jetzt halt so richtig seit 2 Monaten. Sagen wir so, seit wann hat dich der Deadlift in den Fittichen? Seit 2 Monaten. Seit wann hat sich dein Leben so mit radikal geändert? Essenstechnisch? 2 Monate. Beintraining? Knallhart, oder? Ja, hatte ich mit Daddy noch nicht. Aber es kommt noch nächste Woche, haben wir es vor. Also er war also noch relativ nett. Ja, noch. So wie ich ihn Didi kenne, wird sich das jetzt dann schlagartig ändern? Definitiv, ja. Also wie gesagt, mit ihr nächste Woche mal ein Beintraining machen. Ja. Bisher hat es nur eine Bikini-Athletin gemacht. Aber die werde ich mir schon zu Brust nehmen, die anderen. Wir befinden uns nämlich gerade auch hier in der Beinabteilung. Ja, Hängerschmidt, ach du Schande, ich bräuchte es auch. Es wird knallhart für dich. Ja, es wird hart. Es wird hart, aber wir ziehen es durch alle zusammen. Okay, Ziel ist dann für dich in diesem die Jahr Bühne. Die Bühne, klar. Ja. Da werde ich der Didi schon hinbringen. Das auf jeden Fall. Und dann gucken, was rauskommt, oder? Genau. Alles klar. Super. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke. Die Diät soll wehtun. Ja, dann funktioniert sie auch. Dann funktioniert sie. Wenn sie nicht wehtut, funktioniert sie nicht. Definitiv. Muss man so brutal sagen, wie es ist. Ne? Ja. Und dann werden wir uns auf der Süddeutschen sehen. Und wirst auch ein paar Mal abgeschossen. Und dann werden wir uns wieder hören. Super. Alles Danke. Klar? Alles klar. Viel Spaß. Dankeschön. Didi, wir holen jetzt die nächste Athletin.